genauesten, ja, das Problem ist der Fahrtgeschäft. Ne? Eben hatten wir da zum Beispiel die Sonne, ne? Nein, Merkur im Trigon zu Jupiter, exakt. Also das ist ein wichtiges, einschneidendes, bedeutendes Stützungsverhältnis. Ja? Jetzt ist aber außer der Entfernung, nicht? Also dann, Sie wissen ja, also den sogenannten Orbis, ja, den Umkreis, den man nehmen darf, und wie man das rechnet, das ist ja auch in dem ersten Band meiner Menschenkunde drin, das ist also das rein Rechnerische. Jetzt aber etwas, was aufgeworfen worden ist, die Applikation und die Separation, die entsteht darin, oder daraus, aus dem Problem, ob zwei Planeten in den genauen Aspekt hineinlaufen oder herauslaufen. Ja? Diese Fälle sind möglich, wenn wir die Schnelligkeit in Betracht ziehen, zum Beispiel Mond. Mond geht relativ schnell. Ja? Und der schnell laufende Mond kann sich also einem exakten Quadrat etwa nähern, ja? Wenn er davor ist, vor der Exaktheit. Er kann aber auch, wenn er dahinter steht, auch wenn es 2-3 Grad sind, herauslaufen. Ja? Und das drückt dann aus, dass das entsprechende Problem im Leben entweder sich verschärft oder entschärft. Ja? Dass man also Mond, Mars etwa, nicht? Das Problem der leidenschaftlichen Tat, ja? Dass das zunimmt, sich steigert im Leben. Man kann sogar dann berechnen, da kommen wir zu Direktionen, ja, zu welchem Zeitpunkt oder in welchem Abschnitt das sich steigert, oder sich allmählich entfernt. Ja? Nun ist das natürlich eine Sache, die immer innerhalb der Lebensstufen zu sehen ist. Ja? Etwa wenn Sie bei einem Jungen, also im männlichen Horoskop, Mond am Aszendenten haben und den Mars dabei, dann können Sie natürlich mit ziemlicher Sicherheit auf eine starke Mutterbindung, wenn nicht ein Mutterkomplex, schließen. Das Muttersymbol und das Symbol der männlichen Triebanlage zusammen und noch dazu am Aszendenten. Nun, das ist also die starke Mutterbindung, die auf jeden Fall ist. Jetzt ist es natürlich dann von Bedeutung, ob die beiden in den Aspekt hineinlaufen oder herausgehen. Ja? Aber innerhalb dessen ist natürlich das Allgemeine gegeben, nicht dass die Beziehung Sohn zu Mutter in der Zeit der Pubertät eben besonders schwierig sein wird. Ja? Das wissen wir überhaupt alle, dass die männliche Pubertät ja gewisse Bedingungen hat, nicht, dass man von der Mutter loskommt. Man muss sich sozusagen psychisch abnabeln, ja. Und die Mütter wissen das, dass die Buben dann in der Zeit besonders grässlich sind, ja, dass sie Ausdrücke gebrauchen, die man sonst nicht gebraucht, und sich der Mutter einen Tritt auf den Bauch geben, um loszukommen. Es ist ja nicht so leicht, sich gefühlsmäßig abzunabeln, das heißt, zu seiner Selbstständigkeit zu kommen. Und die weisen Mütter, die lassen dann den Sohn ruhig sich für sich selber entwickeln. Die Unweisen, und das sind die meisten, ja, die jammern dann, so viel habe ich jetzt an Herzblut für den hingegeben und so viel und so weiter, und jetzt ist er so grässlich zu mir. Also das ist Unsinn. Nachher kommt die Zeit, wenn er selbstständig wird und dann seine eigenen Wege geht, ja, bei den Müttern meistens das große Vakuum. Ja? Dann ist leer. So viel habe ich jetzt getan, jetzt ist nichts. Ne? Jetzt geht er zu anderen. Ne? Naja, also das sind diese allgemeinen Probleme, die jetzt sich differenzieren durch die entsprechende individuelle Lage. Der zweite Fall, Applikation oder Separation, kann kommen durch die sogenannte Rückläufigkeit. Ja? Also wenn sagen wir mal, Sie haben eine Opposition zwischen zwei Planeten, und es ist ungenau,
Jetzt ist es von Bedeutung, wenn der eine rückläufig ist, ob er hineinrennt in die genaue Opposition, ja, oder ob er sich entfernt. Verstehen Sie? Ne? Also das Problem verschärft sich im Lauf des Lebens. Und wenn man Direktion rechnet, kann man sogar sagen, in dem Zeitpunkt ist es akut. Ja? Ich könnte aus Erfahrung sagen, dass dann auch etwas Entsprechendes passiert. Ja? Und wenn er sich entfernt, dann kann man sagen, dieses Problem, das in der Opposition angegeben ist, ja, das entschärft sich. Ja? Es wird leichter. Ist das klar? Ja? Nicht, also das jetzt zum Allgemeinen. Jetzt wollen wir aber noch ein Horoskop besprechen. Ja, noch haben Sie also das unbeschriebene Blatt. Hier nun Aszendent Waage, und zwar in der Mitte 15 Grad. Also bitte sagen Sie mir etwas über die Physiognomie. Bitte? Regelmäßige Züge. Ah ja, also regelmäßige Züge können wir erwarten. Ja? Ferner, nicht die Regelmäßigkeit. Die ist ja nicht nur physiognomisch da, ja? Ja, körperlich, nicht? Und innerlich. Nicht? Der Körper ist ja ein Ausdruck der seelischen Verfassung, ja? Also etwas, was wir zum Beispiel bei Skorpion-Aszendenten manchmal antreffen, so O-Beine oder X-Beine oder irgendwelche Deformationen oder etwas, was vor allen Dingen also bei männlichen Skorpionen häufig ist, diese betonten Schlüsselbeine, ja, das sind solche S-Kurven oder die Knochen stehen heraus und die Muskeln so, also dieses Maschinenartige, ja, etwa. Ne? Also das dürfen wir bei Waage nicht erwarten. Ne? Da haben wir das Ebenmäßige, ja, und etwas, was auch in der Gangart ist. Ja, die Waage, also das ist direkt in der Bewegungsart gegeben. Ja, und dann, nun, dem entspricht natürlich, ne, denken Sie an Witter, an das Gegenprinzip, so, auf jemand losgehen, ne? Man geht so, ja. Ja, es geht sogar in die Gäste, dass man die offenen Handflächen bietet, ja. Was ihm wieder nicht passieren kann. Ne? Und so. Ja, also nicht, Sie müssen Menschen beobachten. Nicht? Ich nenne sie das lebende Modell, da sind mir die Leute böse, nicht, dass ich die Menschen als lebendes Modell bezeichne. Aber für die Beobachtung ist es das. Ja, ja, also das Entgegenkommende, die Haltung, dann das Weltoffene. Nicht? Das liegt ja darin. Man ist für die Welt offen, man ist bereit, man nimmt etwas auf. Und das wird nun verstärkt dadurch, wenn die meisten Planetenpositionen über dem Horizont sind, ja, nicht? Dann ist ja das Verhältnis zum Außen noch stärker. Sollen wir erst mal sehen, wie das liegt. Also in diesem Kreis ist es üblich, dass man die Sonne im Stier hat. Ja? Die Sonne ist hier im Stier. Bei 25 Grad.
Ja, Aszendent Waage hier und Sonne in Stier, das kann man da was sagen. Da wird das ein sehr unruhiger, zappliger Mensch sein, ein aggressiver. Schon kaum, ne? Aus dieser Grundveranlagung können wir das nicht erwarten. Sondern Stier hat eben die Tendenz, das sagt ja auch das Symbol, der Kreis, und hier oben das Gefühlssymbol, es kommt darauf an, seine Welt in sich geschlossen zu haben, ja? Das heißt, die Harmonie in sich herzustellen. Und Waage, das andere Venusprinzip, die Harmonie nach außen herzustellen. Ja? Verstehen Sie, das beides zusammen, sowohl außen wie innen, ja? Also die Harmonik, ja, die ist hier das Hauptmotiv. Bitte? Ja, er hat noch andere Sachen gehabt, natürlich, ja. Der hat auch eine Konjunktion von Mars und Venus in Stier gehabt und den Saturn in Löwen da oben, ne, und so weiter. Und noch andere Sachen. Aber, also wenn ich schon davon sprechen, ne, dann bedenken Sie bitte, wie war es möglich, dass der Hitler eine solche Wirkung ausüben konnte. Ja? Vor allen Dingen auch Frauen. Ich habe ja auch gesehen in der Nähe, ja. Also für mich waren die Augen so wie zwei Lackknöpfe, ne? Inhaltslos. Aber also vor allen Dingen, wenn er Frauen angesehen hat, er hat sie so mit dem Ansaugen Besitz ergreifen. Ja, können Sie sich das vorstellen? Also die meisten sind darauf reingefallen. Ja? Die sind dem erlegen. Das heißt, der Mensch, der in sich im Gleichgewicht war, ja, hat etwas übermittelt. Aber wie, wenn das Gleichgewicht gestört war? Da hat sich am Boden geschmissen und in die Teppiche hineingebissen, ja? Ne? Ja, also das hat es auch gegeben. Aber die Wirkung, ne, die er zweifellos ausgeübt hat, die können Sie daraus sich auch beziehen. Ich habe zum Beispiel erlebt, wie er in Graz einmarschiert ist, der Kommunistenführer, also ich den nicht gut kannte, hat einen Revolver in der Tasche gehabt. Ja? Und seine Absicht war, den Hitler abzuschießen. Der ist so langsam im Auto gefahren, kennen Sie das von Zeitschriften her. Also er hätte ihn leicht abschießen können. Ne? Und stand daneben, also Abschritt von 5 Schritten, da drückt man einen Mann. Ja? Nachher ist er gekommen. Nein, ich habe es nicht tun können. Warum? Also da kommt nun noch etwas dazu, was das achte Feld auch hat. Die magische Wirkung, ja. Und es ist vielleicht nötig, dass ein Volk seinen Dämon bekommt, der es bis zum Letzten führt, ja. Und da ist nichts zu machen. Sie wissen ja, es sind viele Attentate auf Hitler verübt worden. Und immer ist, der Mann hat einen Instinkt gehabt, also in München, wo man ganz sicher gehen wollte, wo das in den Pfeiler eingebaut war, bei dem er die Rede gehalten hat. Und man ist ja gewohnt, dass er mindestens 1,5 Stunden redet. Nicht? Da musste ja der ganze Versailler Vertrag und das alles kommen. Ja? Nicht, wovon der Witz dann kommt, wie er bei der Operation war, die also chloroformiert worden ist, da muss er zählen, 1, 2, 3, 14 Jahre haben wir und so weiter, ja, dann war er wieder in seiner alten Walze drin. Ja, also diese Sachen, die kannte man alle, da hat er nur 1,5 Stunde geredet. Nicht? Man hat einen Instinkt gehabt dafür. Oder man kann sagen, bitte das mit Vorsicht, in einem höheren Auftrag hat er diese dämonische Mission durchführen müssen. Und damit er sie durchführen kann, ist
ihm diese Maske des friedlichen Mannes gegeben worden. Ja? Also etwas ganz raffiniert. Oder dieses letzte Attentat von Stauffenberg. Ich weiß nicht, ob Sie das, diese geschichtlichen Tatsachen kennen. Das war also ein, nicht nur ein Aufstand, der so, oder bloß ein Attentat, das ihn beseitigen wollte, sondern es war die kommende Regierung, der Umsturz und alles vorbereitet. Ja? Und Stauffenberg, also einer der, mein ganz intakter und wirklich wertvoller Mensch, nur mit einem Arm, der andere, den anderen hat er verloren, legt die Mappe mit dem Dynamit dahin auf den Tisch, ja, wo er war. Geht hinaus und fährt mit dem Flugzeug nach Berlin, wo also wo dieser Aufstand war, nicht, der ja auch dann niedergeschlagen worden ist. Und das war im Hauptquartier, ein Offizier kommt, beugt sich über die Karte und schiebt die Mappe beiseite mit dem Fuß. Und schiebt sie so beiseite, dass sie hinter einem Schrank war und die Explosion, und zwar ein paar Offiziere da getötet hat, aber den Hitler bloß so hochgeworfen hat und wieder auf die Boden. Also eine ganz merkwürdige, man kann sagen, eine Verkettung von Umständen, die nicht normal ist, hat ihn von jedem Attentat bewahrt. Also es sind andere Faktoren da im Spiel und man kann sagen, dieses, das was sonstiert hat, die innere Festigkeit und die innere Sicherheit und Waage, das Entgegenkommende der Wirkung, ja, das ist die Maske gewesen, die er gebraucht hat für diese Mission. Oder wenn Sie wissen, haben Sie von dem sogenannten Röhm-Putsch gehört, ja, von dem Aufstand der SA. Der war kurz nach der Machtergreifung. Ja. Da hat der Hitler die Abschlachtung der Führer schon vorbereitet. Das war gar kein Aufstand geplant. Ne? Und war noch lächelnd in Godesberg und im Rheinland bei einer Hochzeit und ist mit lächelndem Gesicht in den Zug gestiegen. Hat die Liste schon derer, die abgeschlachtet werden, in der Tasche gehabt. Ne? Das ist also eine dämonische Persönlichkeit gewesen. Etwas, was die Anhänger einfach nicht für möglich gehalten haben. Ja? Naja, also wir nehmen nicht an, dass das hier so eine Hitler-Persönlichkeit ist. Ja? Sondern, ja, dass das also echt ist und das achte Feld, nicht? Was in dem Fall, also bei Hitler, man könnte sagen, dieser dämonische Auftrag war, ja, dass das also im echten Sinne hier als das Lebenshintergründige erlebt wird. Ja? Und zwar jetzt von Stier aus. Wie ist das mit Stier? Nicht? Es geht um die Geschlossenheit der Person in sich. Und zwar nicht nur vom Bewusstsein aus, nicht, dass man die Dinge in Ordnung hat, dann schon zufrieden, sondern vom Unbewussten aus. Ja? Also das Stierprinzip können Sie am besten verstehen von einem Untersymbol. So, das meiste ist unter der Wasserlinie und ein Periskop schaut heraus, damit orientiert man sich in der Welt. Ja? Aber das unter der Wasserlinie, das heißt unterhalb der Bewusstseinsschwelle, ja, ist das meiste. Ist jemand von ihm einmal in einem Unterseeboot gefahren? Ja, das ist ein merkwürdiges Erlebnis, wenn man hinunter sinkt und die Welt oben nur noch so von der Spiegelung aussieht, ja. Ne? Also so ist das von der Sonne aus. Das Wesensbewusstsein, ne, das man erlebt, man, nicht wenn es also akut erlebt wird, man sinkt immer tiefer und man nähert sich diesem urbildhaften, den archetypischen, ja, und das Außen, das ist gar nicht mehr so wichtig. Ja. Ja, nun haben wir also in dem Fall diese merkwürdige Verbindung der beiden Venusbrücken.
Linien, Harmonie nach innen und nach außen. Nicht? Das ist das führende Motiv. Ja, damit es nun aber nicht dabei bleibt, ne? Weil, ja, damit könnte man natürlich einschlafen und die Welt lassen. Ja? Ne? Das geht dann alles nichts an und von Waage aus, da öffnet man sich und es ist wieder alles da. Ja? Ja, also dieses friedliche Dasein wird nun nicht gestattet, und zwar von den Anlagen her. Da haben wir Uranus und Merkur auf einem Punkt in Zwillinge, ja? In 4 Grad Zwillinge. Und den Saturn auch noch in Zwillinge. Hier. Der ist bei 10, 13 Grad. Ja. Also nicht in Konjunktion, aber immerhin ist auch da vorhanden. Was können wir nun da sagen? Merkur, Konjunktion, Uranus. Also das Verstandessymbol und das Intuitionssymbol zusammen. Ja? Und in Zwillingen, in diesem labilen Merkurzeichen. Sprunghaftes Denken. Sprunghaft, ja, ja. Das Sprunghafte, ja, von Uranus her. Und Merkur. Merkur in Zwilling, das Urteilende, das logische Denken. Ja, man kann sagen, Uranus ist schneller, Merkur ist hinterher. Ja? Also intuitive Griffe, etwas, was man intuitiv weiß, macht man sich logisch nachher klar. Ja? Also nicht das, was der C.G. Jung da privat gesagt vom weiblichen Denken meinte, die haben das Resultat intuitiv und ziehen ad hoc die Gründe dafür herbei. Ja? So ist es nicht. Sondern dieser, es ist das, was Nietzsche den Blitz nennt, das uranische Denken. Ja? Der Blitz geht durch, trifft eine Stelle und es wird jetzt verstandesmäßig, also logisch durchgedacht, ja, dass das richtig ist. Ja? Und nun Saturn in Zwillingen. Ich glaube, wir führen die Reihe erst weiter, damit Sie das ganze Gewebe hier verstehen. Da haben wir hier Venus in Krebs und Jupiter in Krebs, also eine ganze Reihe durch. Der Jupiter ist 21, ein H, und die Venus ist 7 Grad Krebs. Also vom, ja, etwas Wichtiges, bei einer solchen Kette ist es wichtig, wo der Anfangspunkt ist. Ja? Verstehen Sie? Es geht immer in dieser Richtung, wie der Tierkreis weitergeht. Da kommt dann noch der Pluto dazu. Hinterher, der ist hier. Der 5 Grad Löwe. Der Ansatzpunkt ist hier. Sonne im Stier im 8. Feld. Also aus dem Unbewussten heraus, vom Archetypischen her, kommt eine gewisse Haltung, ja, so und so geht die Welt einheitlich zusammen. Hier kommen entsprechende intuitive Einsichten, Blitze, die dann logisch erläutert werden, jetzt mit Saturn in Zwillingen. Also dieses Zweigeteilte des Zwillings, die schwarz, weiß, gut, böse, nützlich, unnütz und so weiter, hat mit Saturn verbunden die Tendenz, dass man die Welt
sozusagen dualistisch sieht. Ja? Zum Beispiel bei Dante ist das der Fall. Also starke Zwillingsbetonung mit vor allen Dingen Saturn bei der Sonne. Nun, Sie wissen also seine Wandlung Inferno bis zum Cielo, ne? Da hat er nun sehr weislich das Purgatorio, den Läuterungsberg dazwischen gesetzt. Ja, und da hat damit die ganze mittelalterlich-thomistische Weltansicht eigentlich in dichterische Form gebracht. Ne? Es ist also die an sich harte Verurteilung zwischen Gut und Böse, nicht? Diese dualistische Welt. Und nun aber von Krebs die abmildernde Möglichkeit der Erlösung, etwa des Bösen zum Guten hin und so weiter. Also diese abmildernde Form, die wird eigentlich angestrebt zu denken, hier von Jupiter her, als Optimum, als optimale Lösung. Und das hier im neunten Feld, ja, das ergibt nun das Wesentliche der Weltanschauung. Können Sie sich das vergegenwärtigen? Ja? Also vom ganz aus dem Unbewussten heraus, dann beginnt die Weltanschauung. Nun hier einzelne begriffliche Definitionen, zuerst intuitiv, dann begrifflich erläutert, ja, die Welt zweigeteilt, ja, also dualistisch gesehen, damit, nicht das empfindet man, aber saturnisch als toten Punkt, und nun kommen hier vom Krebs aus, kommt die ganze Lebensmannigfaltigkeit, die ja eingeordnet werden muss, und man sieht jetzt, nicht, neuntes Feld und Krebs, die allgemeine Entwicklung so diesen milderen Weg laufen. Ne? Es ist also immer so, auch Zwilling hat etwas Forderungshaftes, dass von intuitiven Einblicken her begriffliche Forderungen aufgestellt werden. Das müsste, denn so und so müsste es weitergehen. Und man spürt die Gefahr, das Ganze ist eine Kette, man spürt die Gefahr eines bloßen Dualismus, einer Zweiteilung, und zieht aber jetzt in Betracht, wie das Leben eigentlich ist, ja, in seiner Entwicklung. Ja, nun der Jupiter da am kulminierenden Punkt. Der obere Meridian ist 22 Krebs. Und Jupiter ist so nah dran. Ja, im Mittelalter hätte man gesagt, naja, das ist der geborene Kirchenfürst. Ja? Also das, was Jupiter da bedeutet, diese etwas sakrale Note, ne? Jetzt im Stofflichen verstanden. Oder das können wir bei den Musikerhoroskopen verfolgen, so im 18. Jahrhundert und so weiter, war das die Fürstengunst, ja? Ist denn das ein Begriff, ja? Also die Gunst der Fürsten, die also dem Musiker zugute gekommen ist, der hinter der blauseidenen Schnur da spielen durfte, ne? Und nun beim freischöpferischen Menschen. Also in der Musik kann man sagen, nach Beethoven, ja. Was drückt Jupiter da aus? Freischöpferisch, nun? Also das eigene Schöpferische, ja, und das Optimum dessen. Wenn das jetzt hier, also der Jupiter, das ist ja zugleich der Sinn und die Lebenserfüllung und das Reifesymbol. Wenn der Jupiter hier oben kulminiert, ja, was kann man jetzt daraus sagen? Öffentliche Zuwendung mit seinem Besten. Ja, und auch ein Hinstreben darauf, also eine entsprechende öffentliche
körperlichen Wirkungen auszuüben damit. Ja? Nicht? Es ist so, diesen Meridian, die in der Kammern, wenn sie an pflanzliches Denken auffassen, wie Wurzel und Krone. Ja? Es wurzelt hier unten, das ist der Heimatboden, das ist das Elternhaus. So ist man bei sich, wenn man zu seinen eigenen Wesenswurzeln geht. Ja? Hier wurzelt man, zieht man die Kräfte heraus und oben entfaltet man sie. Ja? Also es ist hier die Tendenz gegeben, sich in der Breite, hier Krebs, Einheit der Mannigfaltigkeit, in aller Mannigfaltigkeit der entwickelten Anschauungen nach außen hin darzustellen. Ja? Ja, wenn wir das jetzt umdrehen, das wäre also hier unten, wie wäre es dann? Das kann ja auch sein. Das bleibt in... Ja, es bleibt in ihm, ja. Und man sucht analog Jupiter auf seine Erfüllung und seinen Sinn im Innenleben, ja. Ja, also das mystische Element kommt zur Geltung. Oder wenn es äußerlich gelebt wird, die eigene Häuslichkeit, ja. Sie finden ja Menschen, für die die Häuslichkeit eine ganz sakrale Angelegenheit ist. Ja, da ist alles heilig, der Stuhl, den man gekauft hat. Das muss geschont werden, da wird ein weißes Tuch drüber gedeckt, ja? Nicht, damit man nicht drauf sitzt auf dem Stuhl richtig. Ja, das ist so das Ideal der guten Stube, das man im vorigen Jahrhundert gehabt hat. Ne? Das ist ein Zimmer, ich weiß auch, ob Sie es noch erlebt haben, ein Zimmer, in das man nicht gehen durfte. Nur an Sonntage waren schon, aber an Feiertagen. Ja? Da sind dann diese weißen Bezüge heruntergenommen worden und dann durfte man feierlich hineingehen und drauf sitzen, bescheiden da sitzen, ja, und dann, ja, also es gibt so einen Kult der Häuslichkeit. Ja? Der Kult ist etwas, was also sehr mit dem Jupiterhaften zu tun hat. Nicht? Hier geht es aber jetzt darum, das Kultische, also die kultischen Inhalte, nach außen hin, ob es jetzt beruflich ist oder irgendwie in einer Form der Veröffentlichung, ja, nach außen hin zu projizieren, also zur Geltung zu bringen. Die Betonung der Öffentlichkeit ist natürlich hier noch durch Pluto in Löwe gegeben. Ja, und wenn Sie sagen, der hat ja gar keine Aspekte. Ja, jetzt setzen wir erstmal den Mond ein. Ja, der Mond ist hier im ersten zunehmender Mond. Warum zunehmender Mond? Nicht, dass er misst sich an der Opposition, er geht auf die Opposition zu. Ja? Und zwar in 26,5 Waagen. Wie schreibt man eine exakt opponierende Mond an? Das ist eine raffinierte Frage. Da muss man auf die Minuten achten. Ja? Ja, man kann auch uns machen, aber dann erkennt man ihn nicht. Ja? Ja, dann machen Sie so einen Adler raus, ja? Ne? Sie kennen das vielleicht im Leben, wenn Sie es mit der Rückseite berührt. Ne? Das steht ja offen. Ne? Ja, also hier haben wir zweifellos einen zunehmenden Mond und als Aspekt. Hier zur Sonne ein Impuls. Ja? Zum Jupiter hier eine Quadratur. Ja,
Was sagt, was besagt nun die Stellung des Mondes hier in Waage im ersten Feld? Also das, was wir in der unmittelbaren Reaktion haben, nicht, bei Waage, das Entgegenkommen, das Weltoffene, das wird verstärkt durch die Mondstellung. Nicht? Mond ist also das, drückt das Gefühlsleben aus, die Gemütshaltung und so weiter, ja. Und jetzt ist aber das eigentliche, Mond ist dominant über die Jupiterstellung, über Krebs nämlich. Krebs ist ein Mondzeichen und hier haben wir die Quadratur. Ja. Und jetzt also dieser Quintungsaspekt zur Sonne. Ja. Das Dreieck müssen wir nun vervollständigen. Ja. Also hier ein Sechstel. So, jetzt deutet man dieses Dreieck. Also wieder ist es so aufzufassen, nicht? Bei einer solchen Kette, dass es hier beginnt. Ja? Nicht? Also im inneren, unbewussten Harmoniepunkt. Und entfaltet sich nun hier bis zu Jupiter hin. Also da geht es natürlich im kulminierenden Jupiter darum, das Höchste, ja, alles was gut und teuer ist, das soll verwirklicht werden, ja. Und da zeigt sich nun die Quadratur von Mond. Ja. Also bis das heranwächst, ne, da dauert es lange und gibt einige Enttäuschungen. Aber das Streben danach, ja, ist ständig da, analog diesem Aspekt hier, dem Tantalus-Aspekt, dem Quinkungs, ja. Ja, jetzt können Sie sagen, das ist sehr schön, der gute Mann, der erwartet etwas von der Welt. Aber kann er das auch? Wird er das durchsetzen? Ja? Tut er selber was dazu? Das heißt, wir fragen nach Maß. Und da haben wir, dasselbe könnten wir ja auch haben, wo der Maß irgendwo wohl gar nichts damit zu tun hat. Der Maß steht aber hier jetzt im fünften Feld noch. In 22,5 Grad Fische. Und hat ein ziemlich genaues Trigon zum Jupiter. Ja? Und ein Sextil hier zur Sonne. Ja, also was ist jetzt? Jetzt können wir aufjubeln und sagen, na, das wird wohl doch schaffen, ja? Das Energiesymbol hier in der synthetischen Verbindung zu Jupiter, nicht? Das ist der stärkste harmonische Aspekt, und zur Sonne, ja? Diese ganze Freiheit hier, die solare Reihe in einem solchen Aspekt, ja, Verhältnis, lässt erwarten, dass die Kräfte auch zur Auswirkung kommen, aber natürlich jetzt entsprechend dem Mars im Fische. Ja. Das haben wir vorhin schon gehabt, Mars im Fische. Das heißt nicht in einer spezialisierten Form, ja, nicht? Also wenn wir jetzt, ja, sagen wir mal, eine Berufswahl hätten. Nicht? Es kommt ein Junge von 14 Jahren heran, hätte dieses Horoskop und er fragt sie, was soll ich werden? Was könnte man da sagen? Alles. ja, ich meine, da fangen wir erst an. Nicht? Und lern deine Vielseitigkeit kennen und du wirst schon
das eine und das andere machen und das eine wird das andere ergänzen. Ja? Und das ist jetzt das, was sowohl hier in der Stellung in Fische ausgedrückt ist, man kann sehr vieles machen damit, ja? Als auch in der Stellung von Jupiter, hier im Prinzip der Einheit der Mannigfaltigkeit. Ja? Also eine Vielartigkeit der Anlagen ist gegeben, nicht? Es ist vieles möglich. Und es ist im Grunde genommen gar nicht so wichtig, wo man anfängt. Ja? So, man kann bei der Post anfangen, Pakete austragen oder irgendwas machen. Verstehen Sie? Nicht? Das ist nicht so wichtig. Der Mann wird irgendwie dahin kommen zu seinem Endziel. Ja? Aber das kann er vorher nicht wissen. Das können Sie auch als Berater nicht wissen, wenn er kommt mit 14 Jahren. Sie können ihn nur ermuntern und sagen, die Energie, also Mars in Fische, ne, die ist nicht übermäßig schwach, also wenn, nicht übermäßig stark, wenn Sie auf den Bizeps fühlen, nicht, ist er vielleicht zu schwach oder irgendwie, strengt sie nicht gern übermäßig an. Aber, ne, was man von Sonnenstier ohnehin nicht so sehr tut, ja. Mit dem wird er am Ende dahin kommen. Beim Mars, da können wir zum Beispiel, da haben wir das Thema der Sportarten, wenn wir da mal wieder durch den Kreis durchgehen. Also etwa Mars in Witter. Welche Sportart haben Sie da bevorzugt? Wie? Fußball auch, ja. Und bitte? Ja. So, ne? Ja, das liegt unmittelbar, ne? Das ist so ein Kinnhaken, das ist eine milde Andeutung bei Bitte. Ja, also gut. Jetzt Mars in Stier. Das wird schwierig. Ne? Soll man sich anstrengen von Stier aus? Wie? Kugelstoß. Aha, cool, ja. So einmalige Anstrengung und so. Ja, aber etwas anderes auch. Kennen Sie das? So, der schwere griechisch-römische Ringkampf. Nicht Kerschetten, ne? Sondern der Ringkampf, in dem man mit der schweren Masse eigentlich das macht. Ja? Ne? Haben Sie das mal gemacht? Ja? Wenn Sie da unter einem Kerl liegen mit drei Zentnern, der setzt sich mit den Nelsen an und dann widerstehen Sie mal, ja? Dann kommen Sie nicht auf den Rücken. Ne? Also das ist eine Sportart, bei der die Masse siegt. Jetzt Mars und Zwillingen. Hm? Wie? Tennis zum Beispiel, ja? Ne? Da ist die Berechnung, wie man den Ball sendet, ja? Möglichst raffiniert, ne, in einem Trick, dass der andere nicht heran kann, ja, und zugleich die Raschheit der Reaktion, das stellen Sie sich dann sehr stark hier betont vor, der soll Tennis spielen, ja, das ist schwer möglich, aber bei Zwillingen, ja. Und nun bei Krebs, Massenkrebs. Ohne. Bitte? Schwimmen. Ja, schwimmen, und, bitte? Brot essen. Was ist das? Brot essen. Im Boot. Ja, also am besten ist es im Faltboot fahren. Also wenn Sie sich Gebirgsbäche denken, ja, mit den vielen Windungen und Wellen und so weiter. Und Sie fahren da mit dem Paddelboot. Wenn Sie im Augenblick nicht auf die Wendung aufpassen, liegen Sie drin im Wasser. Ja? Aber das ist der besondere Reiz, auf das zu reagieren. Ja? Ja, jetzt Mars in Löwe. Der Vorwart. Der Fußball. Ach, beim Fußball. Nein, der ist vage. Wenn man nicht der Vorwart ist, dann reguliert man alles. Ja, also mit Mars in Löwe, da muss man, ich erinnere an den Filius, ja,
so etwas wie Dompteur, Lebendiger und so weiter. Ja? Ne? Das ist zum Beispiel etwas. Man will beherrschen. Ja? Man will, dass dieses animalische Etwas möglichst abfangen. Ja? Ja, dann kommt nämlich noch dazu, der wirkliche Dompteur, der arbeitet nicht mit dem, was so fürs Publikum ist, mit Revolver und Peitsche, ja, das knallt dann an, aber das bloß fürs Publikum, ja, sondern in der Beobachtung des Tiers, ja,